Mehr Hitzewellen durch Erderwärmung, Dürren, Überflutungen oder Tornados. Die globalen klimatischen Umbrüche führen schon heute zu einer ganzen Reihe von dramatischen Veränderungen. Am Katschberg dachte man darüber nicht nach, am Katschberg dachte man vor. Klimaschutz bedeutet auch immer einen Vorteil für unser Leben. Fahre ich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto, tue ich was Gutes fürs Klima und für meine Fitness. Esse ich weniger Fleisch, tue ich etwas Gutes fürs Klima, aber auch für meine Figur. Also es sind in Österreich wirklich die Bereiche Verkehr. Wir müssen aufhören, Benzin und Diesel zu verheizen, um mit dem Auto zu fahren. Wir haben Alternativen. Viele Strecken gehen mit dem Fahrrad, gehen zu Fuß. Wo das nicht möglich ist und am Ende dann wirklich nur das Auto überbleibt, dann sollte es eher ein Elektroauto sein, das mit nachhaltig erzeugtem Strom betrieben wird. Das ist wichtig. Der zweite Punkt ist unsere Energie. Wir müssen Strom noch mehr aus erneuerbaren Energieformen gewinnen. Sonne, Wind und Wasserkraft. Da sind wir in Österreich aber schon ganz gut unterwegs, aber ein bisschen mehr geht immer noch. Und ein dritter Punkt ist zum Beispiel die Ernährung. Wolfgang Hinteregger und Anton Aschbacher ergriffen die Initiative und setzten ein starkes Zeichen. Sie zeigen damit auf, was alles möglich ist und dass Nachhaltigkeit auch im Tourismus umsetzbar ist. Naja, das ist klar, immer wenn man mit was Neues kommt im Tourismus, wird man zuerst belächelt. Aber wenn jetzt der Herr Markus Watzak uns da so lobt, dass wir was Gutes hier dort schon aufgestellt haben, dann ist das für uns natürlich wirklich wie Balsam auf die Haut. Und hat auch gesagt, dass wir schon sehr, sehr viel umgesetzt haben und wir auch mit dazugehören zu den Vorreiterregionen, die in Richtung Klimaschutz etwas machen. Wir wollen ja nicht mehr von der Natur und von der Landschaft mit dem Tourismus leben, sondern mit der Natur und mit der Landschaft. Beim zweiten Klimaberg-Summit wurden unter anderem klimaneutrale Mobilitäts-, Elektrizitäts- und Wärmekonzepte aufgezeigt und diskutiert. Wir müssen das eh machen. Es bleibt uns eh nichts anderes übrig, weil sonst wird es sowas in Zukunft nicht mehr geben. Und es ist genauso. Sowas muss man heute wieder anlegen, damit auch unsere Jugend das auch wieder sieht, was ist, damit unsere ganze Umgebung auch funktioniert. Aber es sind viele Dinge, die in der Vergangenheit schon da waren, da wollen wir wieder zurückkommen, was wir auch wieder alles brauchen werden. Und man sieht es ja jetzt jeden Tag, was eigentlich los ist mit dem ganzen Klima, Wetter, mit dem ganzen Thema. Und das wird nicht weniger, das wird mehr. Also haben wir Handlungsbedarf. Und da haben wir Beispiele für jeden. Und wir brauchen sie auch für unseren Tourismus, für unsere Wirtschaft. Das ist ja wichtig für uns alle. Den Klimawandel kann keiner mehr leugnen, aber jeder Einzelne kann etwas dafür tun. Am Katschberg konnte man Setzlinge in Klimaerde pflanzen und mit nach Hause nehmen. Auch vier Tourismusbetrieben wurde das österreichische Umweltzeichen verliehen.